Wie groß ist eigentlich die Gruppe bei den Me LOL, was machen die denn da? Die tanzen, guckt euch das mal an, die tanzen, LOL. Pump up the jam, pump it up. Herrlich. Moin, sind und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo im Franchise-Modus der Beta. Wir sind hier gerade wieder am Raubtierhaus am Start, meine lieben Freunde, wo unsere Löwen sich wohlfühlen, hier am Pride Rock, ja, an unserem König der Löwenfelsen. Und wisst ihr, was lustig ist? Der sieht von oben aus irgendwie ein bisschen wie ein, ja, Zeigefinger, ja, der in diese Richtung zeigt. Irgendwie, hier sind so die anderen Finger so drunter, ja, hier ist der Daumen und da zeigt er irgendwie so darüber. Als wir den gebaut haben, gab es noch ein paar andere Assoziationen mit langen und in eine bestimmte Richtung pointierten Objekten. Ich überlasse euch die Fantasie, um was es sich dabei handeln könnte. Genau, hier in diesem Tigergehege, was wir auch haben, gibt es lustigerweise nur noch einen Tiger, und zwar eine Tigerdame, meine lieben Freunde. Und zwar, wo ist sie? Ja, hier ist noch eine Leiche, dieser Haufen Knochen. Und hier ist nochmal eine Leiche, genau. Wo ist denn die Tigerdame, die wir hier noch haben, die letzte, die alle anderen getötet hat? Wo ist die denn gerade? Ah, ich glaube. Ah, da ist sie. Das ist Nugget. Sie hat alle anderen umgebracht. Es ist echt unglaublich. Und jetzt... Du frisst jetzt nicht ernsthaft noch die Reste von den Toten, oder? Ich glaube tatsächlich, dass das die Überreste von einem der toten Tiger sind, die nicht abtransportiert wurden. Ich glaube nicht, dass das Futter ist, denn Futter wird eigentlich hier hingelegt. Und für einen Tiger ist auf so einem Futterding eigentlich genug Platz. Und ich glaube, der kaut gerade auf seinen Artgenossen rum. Also sie, das ist Kannibalismus, meine lieben Freunde. Aber vom Übelsten. Ich bin gerade etwas verstört. Okay, wir müssen ganz dringend mal dafür sorgen. Also erstmal haben wir natürlich hier wieder Veterinärforschung abgeschlossen. Das ist schon mal gut. Für die Schildis, für die Schildkröten. Sauber. Okay, und dann würde ich sagen, wir lassen das einfach mal so weiter forschen. Ich wollte eigentlich ursprünglich für die Tiger forschen, aber dann ist das irgendwie zu den Straußen gesprungen. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob man vielleicht wirklich, bevor man für die Tiger irgendwas erforschen kann, erstmal die Straußenforschung abschließen muss. Das ist jetzt so die Frage. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das müssten wir jetzt halt mal irgendwie rauskriegen, indem wir das einfach mal weiterlaufen lassen. So, was haben wir hier? Technikforschung ist abgeschlossen. Das ist natürlich richtig super. Da haben wir jetzt wieder, gleich zwei Designs. Nicht schlecht. Und bei Neue Welt, das haben wir jetzt abgehakt. Das ist jetzt natürlich die interessante Frage. Was haben wir da jetzt konkret bekommen dafür? Also welche Gegenstände? Das müssen wir dann mal gucken. Und ja, dann würde ich sagen, forschen wir hier gleich mal weiter bei Klassiker. Und wir forschen hier bei, was haben wir hier noch? Was ist eigentlich noch übrig? Indien ist dann jetzt eigentlich als nächstes dran als Design. Genau, Indien, Design Klassiker und gibt es noch irgendein Design? Neue Welt haben wir ja schon, Shelters and Climbing. Das ist natürlich auch gar nicht so uninteressant, da haben wir bestimmt für die Unterschlüpfe einfach noch ein paar mehr Baumöglichkeiten. Und ich möchte eigentlich auch demnächst mal neue Unterschlüpfe bauen tatsächlich, die ich mir dann im Workshop halt, ja, abspeichern kann. Wenn wir dann voll im Spiel reingehen, dass ich dann schon vorgefertigte Unterschlüpfe habe, die ich dann einfach platzieren kann, weil diese im Spiel befindlichen Unterschlüpfe, die sind eigentlich nicht so toll. Genau, jetzt will ich noch mal im Tierhandel gucken, ob wir noch irgendwie Tiere weghandeln können, die wir noch im Besitz haben. Ja, hier wieder der Nilwaran, der sich wieder nicht freilassen lässt, wahrscheinlich. Der wahrscheinlich verbuggt ist. Mal gucken. Wenn ich jetzt hier wieder reingehe. Ja, der ist verbuggt. Herrlich, herrlich, herrlich. Genau, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, die Löwen tatsächlich freizulassen, denn ich glaube, die will tatsächlich niemand haben. Ich versuche es jetzt trotzdem nochmal mit verkaufen. Aber irgendwie glaube ich, dass die einfach niemand haben will. Ja, obwohl die eigentlich auch im Preis irgendwie gestiegen sind jetzt schon wieder. Beim letzten Mal, wo wir es versucht haben, waren die, glaube ich, nur bei um die 500. Jetzt auf einmal sind sie aus irgendeinem Grund um die 600 wert. Keine Ahnung. Ich blicke da ehrlich gesagt bei den Preisen nicht durch, wie die ausgewählt werden. Das ist echt so ein bisschen ein Mysterium. Ich würde gerne nämlich noch einen Tiger kaufen natürlich.
ein Männchen ein neues. Ich glaube, der Fehler, den wir bei den Tigern auch gemacht haben, war einfach, dass wir zwei Weibchen im Gehege hatten und ein Männchen, das irgendwie hoffnungslos überfordert war. Und dann hat das eine starke Weibchen, nämlich sie hier, einfach mal die beiden anderen getötet. Also das Männchen und das Weibchen. Das ist natürlich nicht so gut. Was hat sie eigentlich für Fruchtbarkeitswerte? Da wollte ich eh mal gucken. Sie hat immerhin 83% Fruchtbarkeit, nicht schlecht. Sie war vielleicht doch einfach mit der Fortpflanzungssituation allgemein nicht zufrieden, weil ich glaube, das Männchen war, glaube ich, auch nicht so fruchtbar. Das hatte, glaube ich, nur 50% oder so. Das hatten wir uns auch recht günstig geschossen. Für, ich weiß gar nicht, 500 noch was irgendwie. Löwe sieht verletzt aus. Haben wir da jetzt eigentlich noch Probleme in dem Gehege? Wir hatten beim letzten Mal ein bisschen Platzprobleme. Nee, das ist alles behoben worden, indem wir hier diese Passage aufgemacht haben. Jetzt müssten die sich eigentlich wohler fühlen. Aber wir brauchen noch ein bisschen Lebensqualität durch Futter. Da können wir denen hier gleich nochmal so einen Kürbis ins Gehege stellen, würde ich sagen. Naja, stimmt. Die können ja, können die auch mit einem Ball spielen? Warte mal, ich muss mich nochmal gucken nach Art filtern nochmal. Nochmal den westafrikanischen Löwen nochmal aktivieren hier. Kann der auch mit... Nee, kann er nicht. Ich überlege gerade, ob wir irgendwas vergessen haben. Aber wir haben eigentlich Kratzbaum. Nee, wir haben eigentlich alles. Jetzt ist es auch schon bei... 100%. Ja, ein Kürbis hatte noch gefehlt. Die wollten unbedingt noch so einen Blutkürbis haben. Der absolute Wahnsinn. Okay, haben sie jetzt. Dann läuft das ja. Ich habe das immer noch nicht gesehen, dass die mal an diesem Kratzbaum mal was machen. Ich würde das gerne mal sehen. Aber die liegen immer noch faul in der Gegend rum, diese Löwen. Das ist immer nur stinkfaul. Jetzt kommt hier mal einer, der macht ein bisschen Action. Oder? Ja? Machst du mal Action? Veterinärforschung abgeschlossen. Da gucken wir gleich mal nach. Genau, was haben wir? Strauß. Sehr gut. Da können wir doch mal schauen. Jetzt ist doch hier bestimmt eine Forschung. Nee, ist immer noch nicht fertig. Die forscht jetzt hier direkt bei den Straußen weiter. Warte mal, dann nehmen wir mal Sonja-Forschung raus und schieben die mal direkt hier bei den Tigern rein. Jetzt geht's bei den Tigern. Das ist, glaube ich, auch ein Bug, dass die manchmal in den falschen Slot gezogen werden. So, dann müssen wir jetzt hier natürlich auch mal Spendenboxen aufbauen. Das haben wir beim letzten Mal noch nicht gemacht, weil ja dieser Bau hier von dem Gehege schon ganz schön anstrengend auch war, so insgesamt. Können wir die zufällig hier so... Ja, guck mal, dahin. Die müssen wir natürlich auch dahin stellen, wo die Leute auch rumlaufen und rumstehen dann am Ende des Tages. Geht hier natürlich nicht. Ich muss es auf den Weg stellen. Ist sonst vom Placement her blockiert, weil da wahrscheinlich einfach der Abhang schon an der Stelle ist. Da habe ich gerade keine Wahl. Okay, dann stellen wir hier noch eine auf. Geht das hier? Hier. Das ist ein bisschen nah an der anderen. Dann lieber hier so. Genau, da geht's. An der Stelle. Ja, ich weiß gar nicht, ob die schon komplett einmal rumgehen, die Leute. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie reingehen in das Gebäude. Das heißt, wir stellen hier jetzt auch nochmal eine auf. Denn von da oben gucken sie sich auch ganz gerne mal die Tiere an. Und da stellen sie sich, glaube ich, auch mal gerne hin. Und da auch. Und dann hier würde ich jetzt auch noch eine hinstellen einfach. Falls der Andrang mal ein bisschen größer wird. Genau. Dann brauchen wir noch Infotafeln hier auf jeden Fall, meine lieben Freunde. Haben wir auch noch nicht platziert, ja. Fehlt auch alles noch. Das Blöde ist, hier ist wieder eine Brücke und auf den Brücken kann man immer die Infotafeln so schlecht platzieren. Da muss man immer das erstmal so nach oben ziehen. Ja, stellen wir das mal hier hin. Und dann sagen wir bei der Infotafel mal gleich westafrikanischer Löwe. Genau, das Löwengehege ist jetzt auch leer. Das möchte ich gerne dann noch mit was anderem noch befüllen, mit einem anderen Tier. Da holen wir uns am besten wieder die afrikanischen Wildhunde. Die haben sich ja in dem Gehege auch eigentlich ganz wohl gefühlt. Jetzt muss ich mal gucken, bin ich jetzt hier auf der richtigen Höhe? Scheint so. Gut, dann ist hier der Königstiger drin. Wenn denn mal einer zu sehen ist. Ah ja, genau, hier oben müssen wir auch noch eine Spendenbox hinstellen. Denn da können sie ja auch die Tiere beobachten. Genau, und dann stellen wir am besten... Was habe ich da gerade gehört? Irgendwelche komischen Kassengeräusche habe ich gerade gehört. Hoffentlich staunen die sich nicht hier auf diesen schmalen Brücken dann... Wenn die hier sich von da oben die Tiere angucken. Oh, wer rennt denn da? Wir haben auch ein bisschen einen Toilettenmangel, muss ich mal ganz offen zugeben. Ich muss mal mir angewöhnen, auch in diese, ja, Tiergebäude auch mal mehr Toiletten noch einzubauen, damit die Gäste auch mal pinkeln können tatsächlich.
Momentan können sie das nämlich hier auch wieder nicht. Ich glaube, die einzigen Toiletten befinden sich im Einkaufszentrum, wobei eine davon gar nicht angeschlossen ist. Und dann ist da irgendwie noch eine. Ja, und das war's, glaube ich, auch schon. Ich weiß nicht, im Elefantenhaus ist auch keine Toilette. Da sind noch Toiletten in den Restaurants. Okay, da sind also noch... Oh ja, genau, stimmt, da waren noch welche. Ich erinnere mich. Alter, dieses Rutschgeräusch macht einen auch ganz schön verrückt. Moment. Jetzt wollte ich hier nochmal schauen, genau. Können wir hier noch... Hier, warte mal, hier außen müssen wir... Ach, warte mal, jetzt sehe ich gerade was. Ich bin auch wieder schlau. Wir haben ja den Weg ja noch gar nicht verbunden. Stimmt, das wollte ich noch machen, habe ich vergessen. Ah, nicht so. Ist das ein Vierer? Bin mir da gerade nicht sicher. So geht's aber auf jeden Fall. Genau. Denn dann können die da nämlich auch wieder runter und auf die Hauptstraße. Enthält ein totes Tier, was? Gehege 16. Oh, ein westafrikanischer Löwe ist gestorben. Ist jetzt die Frage an Altersschwäche? Oder haben ihn die anderen umgebracht? Gehege 4 enthält... Ich muss mal kurz pausieren. Gehege 4 enthält auch ein totes Tier. Okay, er hier ist tot, wa? Hungrig und verletzt. Hm. Was ist hier los? Verletzt? Zu viele Männchen vielleicht einfach? Hungrig und verletzt. Ah, an Altersschwäche gestorben. Okay, gut. Ich dachte schon irgendwie was Schlimmes. Ich dachte schon, was Schlimmes wäre passiert. Hungrig und verletzt. Hm, warum sind denn alle hungrig? Das ist doch Essen. Das verstehe ich jetzt nicht. Liegt der jetzt hier, weil er verletzt ist? Oder weil er schläft? Schwer zu sagen irgendwie. Vielleicht mal Tierarzt rufen einfach mal. Bin mir nicht sicher. Sie müssten doch eigentlich essen können. Tierarzt ist schon gerufen. Komisch. Das verstehe ich nicht. Vielleicht sollten wir da unten auch noch so eine Veterinärstation mit runterbauen. Wird mir mal gerade so bewusst. Na, wir haben ja hier auf unserem Raster. Also hier, genau. Wenn ich hier mal Mitarbeiterraum, Tierpflegerhütte haben wir. Wir brauchen, glaube ich, noch so eine Quarantänestation oder so ein... Halt so ein... Ne, ihr wisst, was ich meine. Haben wir noch Platz dafür hier unten? Sieht schlecht aus, wa? Die sind so groß. Aber man könnte es hier, glaube ich, noch hinsetzen. Es müsste gerade so gehen. Wenn ich jetzt sage Einrichtungen. Mitarbeitereinrichtungen. Tierarztpraxis, genau. Guck mal. Ja, es geht gerade so, glaube ich. Aber gerade so. Okay, gut. Jetzt noch Wege. Das ist natürlich ein Mitarbeiterweg. Ist da gerade zufällig einer drin in diesem... Ja, da kann ich jetzt den Weg nicht wegmachen. Okay, warte, dann müssen wir das vorsichtig machen. Kann ich das nicht da ansnappen? Ah, diese Weg, ne? Ah, Gott, und diese Kamerasteuerung. Wege und Kamerasteuerung ist wirklich ein Traum, kann ich euch sagen, meine lieben Freunde. Jetzt hänge ich wieder mit der Kamera fest. Wegesteuerung in dem Spiel und die Kamerasteuerung sind einfach... Ja, wie soll ich das ausdrücken in höflichen Worten? Ist einfach ganz toll. Bei der Kamera irritiert halt sehr stark, du siehst halt nie... Also die Kamera hat ja immer so einen gedachten Zielpunkt, wo sie sich hinaus... Also worum sie sich hin rotiert. Oder um den sie sich rotiert, wenn man halt die Kamera rotiert. Das Problem ist, man sieht halt nie, wie weit er weg ist von der Kamera. Und dadurch weiß man immer nie, wie stark man die Kamera rotiert in dem Moment, wenn man sie rotiert. Und da könnte ich immer rotieren jedes Mal. Und dann, wenn man dann Wege baut, snappt er dann einen auch immer so nach vorne. Das hasse ich auch jedes Mal, ey. Okay, ich sehe schon, ich muss den Weg komplett nochmal neu machen hier. Das wird offensichtlich nichts. Kann ich denn nicht jetzt einfach sagen, Rasterausrichtung? Nein, du sollst das Raster nehmen. Warum? Das ist auch immer so ein Ding, ne? Du machst Rasterausrichtung. Ich muss es nochmal schließen, glaube ich. Du machst Rasterausrichtung und es geht einfach nicht. Sollst da nicht ransnappen. Meine Güte nochmal. Ihr merkt schon, es ist eine wahre Freude. Eine Wonne ist das geradezu. Es ist einfach nur herrlich. Es ist, sieht zwar total bescheuert aus, aber ich meine, es ist egal jetzt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das hier ein bisschen schräg ist, das Wegstück, wegen der Treppe.
weil das nicht ganz 90 Grad ist und dadurch ist es nicht ganz in Line mit den Gebäuden und dadurch meckert er wieder rum und sagt, ey, ich kann das aber nicht mehr binden. Ich kann aber nicht. Da kannst du auf den Kopf stellen. Wenn ich auf den Kopf stelle, kannst du es verbinden. Nee. So, jetzt hoffe ich, der Reparaturmensch ist noch irgendwo. Warte mal. Was ist denn, wenn wir da jetzt mal kurz in Mitarbeiter-Dings reingucken? Das müsste der letzte gewesen sein, den ich hinzugefügt habe. Glaube ich. Ist das Spencer Michael? Der müsste hier den... Der hat keinen Arbeitsbereich. Nee, warte mal. Es muss einer mit Arbeitsbereich sein eigentlich. Und zwar im Raubtierhaus. Drei Mitarbeiter, genau. Ich würde jetzt gerne wissen, welche Mitarbeiter das sind. Hm, Moment, hier wird es ja angezeigt. Nee, wird es nicht. Ach nee, das sind ja nur die ohne. Ach, hier wird es angezeigt. Welcher von denen ist denn hier von den Technikern im Raubtierhaus? Hier. Anton Riviera. Ach du Scheiße, wo ist er denn? Der ist weg. Oh, der ist hier unten reingeglitscht. Hat sich verlaufen. Kann ich ihn nicht nehmen? Hoffentlich führt das jetzt nicht dazu, dass ich hier jetzt einen Crash kriege, wenn der jetzt hier irgendwo lost in space ist. Also diese kleinen Mini-Freezes, ne? Das bleibt mir auch jedes Mal immer das Herz stehen, weil ich immer denke, oh Gott, das stürzt bestimmt gleich ab. Wegen sowas. Aber das mal ehrlich jetzt, wenn ich den Weg lösche, warum wird denn nicht dann der Mitarbeiter einfach ins nächste, auf den nächsten Weg zurückgesetzt einfach? Warum ist er denn dann einfach weg? So, das und ist dann irgendwo im Nirgendwo. Das ist auch wieder so ein Fehler, aber gut. Das ist natürlich auch ein Beta-Fehler, ne? Ich habe ihn jetzt einfach mal gefeuert. Dann holen wir uns einfach mal einen neuen jetzt. Ist ein bisschen gruselig, wenn da so Geister Mitarbeiter irgendwo rumhängen, glaube ich. Warte, du. Nein, stopp. Du machst mal keine Vandalismusfälle. Keine technische, genau. Repair Habitat Wall und das. Und du machst bitte das Ganze nur im Haupttierhaus. Ha, wie er gleich sich umgedreht hat. Aber genau, Moment, du brauchst noch Geld. Ohne Geld gehst du nicht in die Welt. Denn da wird nichts draus. Westafrikanischer Löwe ist gestorben. Oh Gott. Musa. An Verletzung gestorben. Warte mal, wir müssen mal pausieren hier. Kommen hier überhaupt noch Tierpfleger hin? Hungrig und verletzt. Warum macht denn hier auch wieder keiner was? Ey, jetzt kommen hier mal Ärzte. Oh Gott, Leute. Wir haben doch schon so viele Tierärzte. Ich glaube, ich muss hier wieder einen zuweisen, der nur für diesen Bereich arbeitet, glaube ich. Muss ich, glaube ich, wirklich machen, weil sonst, sonst kommen die hier nicht rechtzeitig hoch. Na toll, wir haben mal Löwen verloren. Weißt du was? Hier, komm. So. Tierarzt. Da bitte, genau. Und jetzt kriegst du erstmal Geld. Tiere transportieren, Tier behandeln, entkommenes Tier betäuben. Nee, das sollst du nicht machen. Tierkadaver entfernen, genau. Und Arbeitsbereich ist das Raubtierhaus. Hervorragend. Gut, tu dein Werk, bitte. Genau. Eine Veterinärstation hat sie auch. Ach, jetzt können sie rennen, ja? Bitte rettet diesen einen Löwen, der da liegt. Und bitte nehmt jetzt nicht zuerst die Leiche da raus. Der lebt noch, komm, der lebt noch. Nimm ihn. Ja, nimm ihn, komm. Was macht sie jetzt? Ach so, guck mal, hier ist ja noch einer. Okay. Jetzt nimmt sie erst den mit? Ist ja nicht so, als wenn der andere... Ah, okay. Gut, der wurde auch gerade mitgenommen. Die Mandrills sind mal wieder hier alle in ihren Kisten drin. Baba Femi ist auch verletzt. Ah, der wird auch transportiert gerade. Kämpfen die so krass miteinander oder was ist mit den Löwen los? Oh.
Wie er versucht, den Schwanz vom Papa zu fangen. Oh, guck mal, das ist ja niedlich. Er hat versucht, den Schwanz vom Papa zu fangen. Voll gut. Also, wenn das überhaupt der Papa ist. Kairi, da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Lebenserwartung ist nicht so gut. 3,7 Jahre. Ich glaube, wir nehmen den mal tatsächlich in den Instinkts rein, in den Tierhandel und handeln den mal weg. Wenn denn mal meine anderen Löwen auch mal weggehen würden, meine anderen Männchen. Wollen einfach nicht weggehen. Es ist einfach verflucht. Es ist einfach verwünscht. Wie gesagt, wenn die jetzt bei diesem Handelsversuch nicht weggehen sollten, dann gebe ich die einfach weg. Weil, also ich lasse sie einfach frei, meine ich. Da kriege ich auch Arterhaltungspunkte. Zwar nicht so viele, aber immerhin. So, jetzt wollen wir hier erstmal dafür sorgen, dass wir hier wieder Tiere drin haben. Und zwar gehe ich da jetzt mal in den Tierhandel. Da holen wir uns jetzt die afrikanischen. Hier, wie heißen sie? Afrikanische Wildhunde, genau. Ah, sehr gut. Da gibt es schon welche für Geld. Dann holen wir uns die doch mal. Tier ist entkommen. Was? Man kommt aber auch zu nichts. Männchen hier, die brauchen ja durchaus ein paar mehr Tiere noch. Ich guck da gleich noch, was da gerade passiert ist. Alles gut. Wir werfen da gleich ein Blickchen. Ich glaube, ich filter hier mal kurz nicht nach der Tierart, sondern allgemein, was es gerade wieder für Tiere für Geld gibt. Das ist immer ganz interessant eigentlich. Warte mal, eine Aldabra-Riesenschildkröte. Brauchten wir da nicht noch ein Weibchen? Ich hol die einfach mal. Wir hatten, glaube ich, nur Männchen gehabt bis jetzt. Fällt mir mal gerade so ein. Die ist jetzt zwar von den Werten her nicht so gut, aber immerhin. Was ist jetzt entkommen? Mandrill ist entkommen. Wie hat er das denn gemacht? Wie groß ist eigentlich die Gruppe bei den LOL, was machen die denn da? Die tanzen, guckt euch das mal an, die tanzen, LOL. Pump up the jam, pump it up. Herrlich, geilo. Okay, die kämpfen miteinander. Gehege 3 enthält ein totes Tier. Die kämpfen wirklich, krass. Wie groß sind denn die Gruppen hier? Ist es schon wieder zu viel? Oh, 8 Tiere sind hier drin. Ich glaube, wir brauchen... Bakari, Kaffernbüffel ist gestorben. Jetzt wächst es mir gerade wieder so ein bisschen minimal über den Kopf. Wer hat denn jetzt hier gewonnen von den beiden? Eindeutig der, der nicht verletzt ist. Der ältere von beiden hat gewonnen. Wir könnten den jüngeren weggeben. Der hat aber eine bessere Fruchtbarkeit, glaube ich. Ja, die gleiche. Er hat eine größere Körpergröße. Ja, der ist eh verletzt. Komm, den gehen wir jetzt weg. Und den anderen hier. Den hier. Den bewegen wir wieder hier rein. Wie auch immer der jetzt da entkommen ist. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Wahrscheinlich wieder rausgeklitscht. Im Zweifel sind sie eher rausgeklitscht. Nilwarane, hungrig und verletzt. Ah, Alter, das ist schon wieder gerade so multitaskig hier, ne? Das ist unglaublich, ey. Tierhandel. Ah, komm. So, wen wollte ich jetzt noch weggeben? Den Mandrill, genau. Handel den mal weg. Ich hoffe, der geht auch weg. Genau, die Riesenschildkröte. Die wollten wir verlegen in ihr Gehege. Da sind jetzt 2 Männchen drinne. Ich hoffe, die vertragen sich mit 2 Männchen. Gleich mal nachgucken. Aldabra Riesenschildkröte. Wie viele Gruppentiere können denn da? Gruppengröße 1 bis 4. Ein Männchen und 3 Weibchen. Okay, wir haben 2 Männchen, glaube ich. Aber bisher haben die nicht gekämpft. Also 74 Jahre. 61 Jahre, wenn die überhaupt noch geschlechtsfähig sind. Also sind immer noch im grünen Bereich vom der Lebenserwartung. Er hier geht schon langsam so ein bisschen in den Grauen, aber ich glaube, die können doch über 100 Jahre alt werden, oder? 200 Jahre oder so, die Schildkröten. Sind doch richtig krass, wie die das machen, ey. Die halten sich halt jung. Essen vegetarisch. Na?
Sind immer gut drauf. Lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Und haben immer ihr Haus dabei. Dann läuft das, liebe Freunde. Dann läuft das. So, die Wildhunde setzen wir jetzt hier direkt ins Gehege rein. Machen wir das mal. Komm schon. Verlegen. Genau, dahin. Und dann gleich noch einen. Verlegen. Komm schon. Dahin. Genau. Zwei Wildhunde. Ich weiß nicht, ob das reicht, aber... müssen wir mal gucken. Weiß ich jetzt nicht. Kann ich jetzt nicht genau sagen. So, wie sieht's aus? Kaffernbüffel. Ja, stimmt. Der war hier auch tot, ne? Aber da haben wir ordentlich Nachwuchs bekommen bei den Kaffernbüffeln. Oh, Latoya. 20 Jahre alt, an Altersschwäche gestorben. Alter. Da ist der tote Kaffernbüffel, auch an Altersschwäche gestorben. Oh, der hier ist auch bald hinüber. Wohlbefinden, Sozialverhalten, Stress. Oh, die sind ein bisschen wenig geworden jetzt, die Kaffernbüffel. Aber hatten die nicht noch einen Kalb? Oder ist das auch schon erwachsen? Ich meine, die hatten noch einen Kalb. Komisch. Das Kalb muss auch schon erwachsen sein. Sind da zwei Tote? Oder lebt der eine noch? Okay, der eine lebt noch, aber der ist auch schon so alt. Meine Güte. Lasst uns da mal irgendwie ein frisches Weibchen mal noch mit dazusetzen vielleicht. Hier, warte mal. Kaffernbüffel. Ich hoffe, es gibt welche für Geld. Schauen wir mal. Manchmal hat man halt echt Glück, ne? Jetzt gerade nicht so. Ach, shit. Da muss man wirklich so viel Glück haben, ey. Bei diesem Tierhandel. Grizzlybären. Jetzt sind hier mal wieder ordentliche Tiere drin. Aber wer weiß, wie lange das anhält. Die sind wahrscheinlich... ah, da ist ein Kaffernbüffelweibchen. Ach, mit mieser Fruchtbarkeit natürlich wieder. Natürlich. So ein Shit. Ja, so ein Tier brauche ich mir gar nicht erst reinsetzen. Kann ich knicken. Da war ein Steppenhund. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das bei den Hunden? Da habe ich auch noch nicht geguckt. Was sind denn das eigentlich für Sozialtiere? Was wollen die eigentlich so? 27 Männchen und 9 Weibchen. Ach du Scheiße. Okay, ja, dann geht das ja sogar. Fällt mir mal gerade so auf. Dann können wir ja sogar noch welche holen. An sich. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier, genau. Bargeld. Bargeld. Oh ja, hier, guck mal. Obi. Ja, der hat scheiß Fruchtbarkeit. Den will ich eigentlich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Den will ich höchstens nehmen, um die Gruppe aufzufüllen. Hm, wir haben ihn gekriegt. Was soll's? Hier gibt's ganz viele Zebras jetzt für Geld. Vielleicht gibt's da ja mal was Ordentliches. Ja, hier. 9 Jahre? Ja, okay. Verlegen wir die mal. Haben wir eigentlich noch ein Männchen bei den Zebras? Ja, hier. Dann wird vielleicht mal wieder ein bisschen Nachwuchs kommen. Müssten wir nicht noch eins haben? Müsste hier nicht noch ein Zebra sein? Oder bin ich jetzt blind? Ich sehe den Zebrastreifen nicht. Das alte Problem, mal über die Straße gehen. Das ist wirklich das Einzige. Die anderen sind alle tot, wa? Scheint so. Ich muss mal hier in die Liste, kann ich ja auch immer reingucken. Ich bin auch immer so schlau. Ich suche mir immer einen Wolf im Gehege. Aber ja, okay, es sind zwei noch. Ein Männchen und ein Weibchen. Ah ne, Asabi haben wir gerade gekauft, glaube ich. Ja, dann sind die ja ausgestorben bei uns hier, die Zebras. Okay, naja, egal. Deswegen wird die Musik auch gerade schon wieder so traurig. So, haben wir jetzt... welchen haben wir jetzt noch nicht verlegt? Obi haben wir noch nicht verlegt, oder? Okay, gut. Dann lassen wir mal die Zeit laufen. Viel Müll enthalten. Ja, das ist auch so eine Sache. Ich stelle jetzt hier mal noch so Zoopfleger ein. Weil es wird immer mehr momentan. Ein neues Tier ist im Zoo angekommen. Munira. Aldabra Riesenschildkröte. Ich hoffe, die vertragen sich miteinander.
So, jetzt haben wir hier das Problem, dass unsere Nilwarane wieder miteinander kämpfen, weil es wieder zu viele Tiere sind, richtig? Hungrig und verletzt. Schieb mal die mal da raus. Ich glaube, der kann wieder nichts machen. Der hängt wieder nur fest. Vielleicht kann er ja wenigstens essen. Und da wird er direkt angegriffen, wa? Verletzt. Ja, ist halt nicht so einfach hier. Ist ganz schön mikromanagementig an dem Punkt, muss ich sagen. Also es ist wirklich sehr, sehr mikromanagementig. Mandrill sieht verletzt aus. Wie ist denn das bei den Mandrills eigentlich? Obia sitzt. Ich glaube, diese Position hat doch durchaus die ein oder andere Statuette inspiriert. Na, wenn die so mit den Armen gespreizt so sitzen und so. Das ist irgendwie... irgendwie nice. Schön, wie sie klettern. Ihr greift euch jetzt aber nicht gegenseitig an hier, oder? Sind alle verletzt. Sieh mal, verletzt. Scheiße. Verdammt. Okay, wie sieht's hier aus jetzt? Haben wir jetzt Wildhunde? Ja. Da holen wir uns gleich noch welche. Da können wir ein paar vertragen. Solange das noch geht hier. Oh, Kaffernbüffelweibchen. Sogar gar nicht so schlecht. Na gut, 33% Fruchtbarkeit ist eigentlich ziemlich schlecht, aber egal. Lassen wir das. Wir nehmen, was wir kriegen. Und gerade wenn es für Geld ist, lohnt sich das halt auch mega. Ich würde gerne hier Bargeld anschalten als Filter. Genau, ein Zebra. Mit Scheißwerten natürlich. Natürlich. Wäre ja mal eine Abwechslung, wenn es mal ein Zebra mit guten Werten wäre. Oh, Fruchtbarkeit 83. Nehmen wir gleich mal auf. Müssen die Kaffernbüffel wieder auffüllen. Oh, das ist auch gut hier. Wir haben ja noch Männchen bei den Kaffernbüffeln, oder? Glaube schon. Wenn wir jetzt noch ein Zebramännchen bekommen könnten, dann wäre das gar nicht so verkehrt. Komm schon, verleg das Tier. Das Problem ist halt immer, die Leute, die für die Müllentsorgung verantwortlich sind im Zoo, sind halt dieselben, die auch für die Tierverlegungen verantwortlich sind. Und wenn man jetzt, so wie ich hier gerade, viele Tiere in andere Gehege verlegt, dann passiert es halt ganz schnell, dass die Putzer halt so beschäftigt sind mit allem anderen, dass sie gar nicht mehr dazu kommen, die Tiere zu verlegen oder halt... oder halt den Müll wegzumachen, ne? Je nachdem. Weil die haben ja die Priorität, eher die Tiere zu transportieren, als den Müll wegzumachen. Das ist ja denen ihre Prio. So mehr oder weniger. Okay, dann lasst uns mal nochmal vielleicht ein Zebra versuchen zu organisieren. Ein Männchen wäre mal ganz nice. Naja, jetzt sieht alles ziemlich unspektakulär aus. Technikforschung ist abgeschlossen. Das ist immer gut. Da freue ich mich immer. Technikforschung. Ah, Design Indien, wunderbar. Wer war das? Michael Forschung, der kann gleich weitermachen. Und dann war hier noch Veterinärforschung abgeschlossen. Für die Schildkröten immerhin. Wie sieht's bei den Tigern aus? Oh, immerhin fast zur Hälfte schon. Ja, schön kratzen, genau. Gehege, das Gehege ist nicht sauber genug, okay. Aber der ist ja gerade am Saugen. Dann wird es ja auch wieder sauber. Also die Tiere, wenn du viele Tiere im Gehege hast, dann kacken die halt auch einfach so viel. Das ist einfach nicht normal. So, warte, jetzt müssen wir hier die Infotafeln noch umstellen. Die stehen immer noch auf Löwen. Das sind ja afrikanische Wildhunde hier jetzt. Kata ist gestorben. Ach, das ist immer so traurig, wenn die sterben. An Altersschwäche aber. Dann ist das irgendwie noch okay. Oh, oh nein, wir sind dabei, wenn er stirbt, glaube ich. Oh nein. Oh nein. Oh, wie er noch so die Hand ausstreckt. Oh nein. Tierpfleger rufen. Hä? Okay. War ich zu früh? Hätte ich warten sollen, bis die Leichenstarre einsetzt? Oder Inspektorin ist angekommen? Da hat die doch gleich wieder was zu meckern. Ich ahne das doch. Da ist ein Tier gestorben.
Vor allem die Strafen sind einfach erbärmlich, so. Das ist einfach mal Portokasse für mich, diese Strafen. So, ist bei den Löwen jetzt wieder alles gut? Oder haben wir da jetzt immer noch Probleme? Ich krieg natürlich auch wieder mal keine Arterhaltungspunkte für irgendwas. Mich hätte das auch sehr überrascht. Oh nein, Mandrill ist gestorben. Alter, die sind jetzt wieder alle reihenweise sterben, wie die Fliegen, an Verletzungen. Das ist aber auch komisch, dass wir mal nicht irgendwie mal genug Tierärzte haben, ne? Die mal einfach in der Lage sind, diese Tiere zu versorgen. Die kommen immer zu spät gefühlt. Und hier ist noch der eine Mandrill, der ist immer noch da in seiner Kiste drin. Das ist auch dämlich. Warte, den schiebe ich jetzt mal erstmal hier rein. Und dann schieben wir ihn vom Tierhandel wieder ins Gehege. Das ist der beste Weg eigentlich. Das war jetzt das Weibchen, ne? Genau. Oder wir handeln das Weibchen einfach weg. Komm. Shamima, verletztes Tier. Ach, jetzt rennen sie. Das ist immer so lustig, ne? Dann können sie plötzlich rennen, die Mitarbeiter. Dann können sie es plötzlich. Huch. Schon wieder geforscht. Ah, Königstiger. Was haben wir denn da jetzt geforscht? Was haben wir jetzt bekommen? Wir haben jetzt bekommen... Ganzer Kadaver. Okay, verarbeitetes Fleisch. Ich glaube, neue... Also, neue Nahrung, wa? Glaube ich. Verarbeitetes Fleisch ist eh immer Standard. Und ganzer Kadaver ist, glaube ich, jetzt das Neue. Jetzt können sie nämlich erst Kadaver ins Gehege kriegen. Ne, am Anfang haben wir ja schon festgestellt, dass die schon Kadaver drin hatten. Das waren tatsächlich die toten Tiger, die sie getötet hatte selber. Alter Schwede. Okay. Ja gut. Wo ist sie eigentlich gerade? Hier drinnen muss ich eigentlich auch noch mal ein paar mehr Pflanzen aufbauen. Aber das Gehege, da kann sie theoretisch komplett begehen. Aber sie ist gerade am Blutkürbis, macht sie sich gerade zu schaffen hier. Alter Schwede. Die kleine Kannibalin hier. Unglaublich. Kannibalische Tiger, meine lieben Freunde. Kannibalische Tiger. Das ist echt krass. Die müsste sich jetzt noch so mit so einem spitzen Knochen noch so die Reste aus den Zähnen pulen von den anderen noch. Das ist schon ein bisschen gemein. Ah, jetzt geht's raus. Sehr schön. Können wir mal ein bisschen gucken hier. Toll. Für eine gute Tierbeobachtung ist das Gehege fast schon ein bisschen zu groß. Muss man einfach sagen. Und auch ein bisschen zu bewachsen einfach. Weil die Leute können ja die Tiere gar nicht mehr richtig sehen eigentlich. Oh, benutzt du jetzt mal den Kratzbaum? Ja, sie benutzt den Kratzbaum. Oh ja. Oh ja. Oh ja, Mia. Ja, mach weiter. Nicht aufhören. Du hast noch mehr zu kratzen. Mach doch weiter. Hör doch nicht auf. Lass dich doch nicht stören. Nur weil ich zugucke. Du kannst nicht, wenn jemand guckt. Ich weiß das. Ich dachte, jetzt will sie sich am Arsch kratzen, aber okay. Ach, herrlich. Und an der Stelle ist diese Folge Planet Zoo auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Es kommen täglich Videos auch zu Planet Zoo, aber auch zu anderen Let's Plays. Also abonnieren und Glocke aktivieren. Und dann geht's weiter in der nächsten Folge Planet Zoo im Franchise-Modus der Beta. Bis dann, ciao, ciao!